möchte hier heute meine große Schamanentrommel vorstellen. Gebaut hat sie André Hunger. Der ist in Kemmern zu Hause bei Bamberg und ist eine beidseitig bespannte Trommel. 104 cm im Durchmesser, 15 cm breit, 16 Ecken und ja, ich nutze sie hauptsächlich zu Hause. Sie lässt sich aber, ich habe 9 verschiedene Schlägel, wunderbar als Gemeinschaftstrommel nutzen. Rundherum stehen und trommeln ist ganz toll und macht Spaß. Es kann sich auch jemand unter diesen Ständer hineinlegen, man kann sich also auch bespielen lassen. Das ist auch unheimlich intensiv und entspannend. Und ja, diese Trommel möchte ich vorstellen. Die Trommel ist beidseitig bespannt. Auf der einen Seite ist die Kuhhaut etwas dicker, also etwas grundtöniger, und auf der anderen Seite ist sie ein bisschen dünner und etwas obertöniger. Und meistens nehme ich die tiefere Seite und macht einfach mehr, also diesen tiefen Klang, das ist wunderbar. Und ich habe sie adaptiert, das zeige ich jetzt gleich mal, was ich dann noch selber dann gemacht habe, damit sie so spielbar ist, wie sie jetzt hier vor mir steht. Die Trommel ist ohne alles gekommen und ich habe dann hier ein Lederband durchgezogen. Das hat ungefähr 2 bis 3 Stunden gedauert und danach hatte ich ganz kaputte Finger durch die Bespannung. Und hier habe ich Löcher reingemacht und dann habe ich hier noch dicke Lederbänder durchgezogen und so kann man die jetzt hier aufhängen beziehungsweise auch in den Gongständer einhängen, das sieht man dann später. Und dann habe ich noch mit meinem Bruder diesen Ständer gebaut, da kann man sich unten hineinlegen und hier kann man auch ein LED-Licht hineingeben. Man kann natürlich auch, wenn man Gruppentrommel zum Beispiel, ohne Ständer die Lederriemen von 4 Personen halten lassen, die gleichzeitig trommeln. Ja, das geht natürlich auch gut. Das ist also das LED-Licht, da sind unten 3 Batterien drinnen, das kann man hier einschalten durch Knopfdruck und dann hier mit dem Klettverschluss drauflegen und dann wird die Haut von unten beleuchtet und scheint in ihrer natürlichen Struktur nach oben hindurch. Das sehen wir dann auch im Gongständer, werde ich dann später zeigen im Dunkeln. Und hier unten sind noch Filzgleiter drunter, damit das Ganze eben nicht so sehr sich überträgt und nicht so sehr rumpelt. Gut. Das wackelt natürlich etwas, wenn man trommelt, aber das macht nichts. Die Trommel ist hängend eingehängt und kann schön schwingen. Eigentlich zu 95% der Zeit steht die Trommel hier eingehängt in den Gongständer bei mir im Schlafzimmer. Hier habe ich meinen Sitzpolster und das mache ich eigentlich jeden Tag, dass ich so oft am Abend dann nochmal hier sitze. Und für mich noch einmal ein bisschen trommle. Und hier sieht man, wie ich die Trommel eingehängt habe im Gongständer. Also das hier ist nochmal das Lederband, das ich selbst eingezogen habe. Und da habe ich dann, das sind dieselben Lederbänder, mit denen ich die Trommel auch in den Ständer einhängen kann, wo sie quer liegt. Auch unten ist sie eingehängt, damit sie eben nicht zu sehr schwingt. Und hier hinter der Trommel habe ich an der Heizung ein Klettband und hier ist ein LED-Licht. Das kann ich hier ankleben und dann einschalten und dann wird die Trommel von hinten beleuchtet.
Und ich habe auch jede Menge Schlegel, noch viel mehr, weil wir ja das auch als Gemeinschaftstrommel manchmal verwenden. Und hier sind so mit Filzbällen, dann gedämpfte, so mit Kunstfell. Und der ist mit einem Kautschuk innen gefüllt, also der schwingt richtig zurück. Der Klang kommt, glaube ich, bei dieser Kamera jetzt nicht so wirklich raus, aber das ist der beste, finde ich, professionellste. Und jeder Schlegel hat wirklich eine eigene Klangqualität. Ich kombiniere auch gern mal diese beiden zusammen. Ein klarer Ton kombiniert mit etwas Dumpfen. Man kann damit einfach spielen, verschiedene Klangfarben aus der Trommel rausholen. Und was ich wirklich mag, am Abend, es braucht gar nicht viel leise Klänge aus dieser Trommel. Bei mir im Schlafzimmer muss das nicht groß sein, aber wenn ich davor sitze, da geht dann mein ganzer Oberkörper in Resonanz. Und dann gehe ich in die Stille. 2 Minuten oder was reicht schon. Hier die Klänge aufnehmen mit dem ganzen Körper und dann ausklingen lassen. Die Struktur der Haut beobachten und in die Stille gehen. Ist genug. Also ich glaube, wenn man sich überlegt, sowas zuzulegen, dann sollte man tatsächlich sich überlegen, wie kann ich das auch wirklich regelmäßig einsetzen und spielen. Nur damit es herumsteht, ist natürlich schlecht. Ja. Aber wenn es so neben dem Bett steht zum Beispiel oder irgendwo integriert ist im Raum, dann ist es wunderbar. Zum Schluss möchte ich noch zeigen, wie diese Trommel in der Salzburger Kollegienkirche klingt. Das ist die zweitgrößte Kirche in Salzburg. Seit 10 Jahren finden in der Kollegienkirche an den Samstagen vor Weihnachten die Adventklänge statt. Das ist eine Idee und realisiert von Rainer Buhland vom Mozarteum Salzburg. Und ich durfte schon ein paar Mal dabei sein. Letztes Jahr war ich mit der Trommel dabei und wir haben mit Monochord, Klangschalen, Trommeln und mittelalterlichen Hymnen, die der Christian, der Pfarrer von der Universitätskirche, gesungen hat, die Kirche erklingen lassen. Wunderschön, die Kirche hat 7 Sekunden Nachhall. Und das ist ein tolles Klangerlebnis. Ich werde die Information dazu auch noch unten reinstellen, unter dem Video. Also wenn jemand mal in der Adventzeit in Salzburg ist, ist das ein Besuch wert. Und somit verabschiede ich mich.